Hallo Welt! Heute bei den Musikfakten geht es um Animes 90er, die Ursprünge des Battle Raps und die böse, böse GEMA. Ihr kennt doch sicherlich alle noch die ganzen Anime-Intros von Dingern wie Yu-Gi-Oh!, Pokémon, Dragon Ball Z, One Piece, also den ganzen Kram, der Mitte der 2000er im Mittagsprogramm von RTL 2 lief. Fast alle diese übersetzten Gesänge stammen aus der Kehle des Jochen Seibert, besser bekannt als Noel Pix, aka der Gitarrist und Mithauptsongwriter der Industrial Metal Band Eisbrecher. Im Hardcore-Bereich sind ja Songs gerne mal etwas kürzer, aber man kann es eben auch übertreiben. 2005 veröffentlichte die Band Agoraphobic Nosebleed. Und ja, diese Grindcore-Band heißt wirklich Nasenbluten durch Spinnenangst. Eine Doppel-CD mit dem wunderschönen Namen Bestial Machinery. Diese hat eine Gesamtspiellänge von 79 Minuten bei 135 Songs, was runtergerechnet einer durchschnittlichen Songlänge von 35 Sekunden entspricht. Wer schon mal auf einem Rock- oder Metal-Konzert war, kennt es sicherlich. Egal wie billo die Musik der Band selbst ist, am Anfang läuft erstmal ein episches, wirklich übertrieben episches Orchester-Intro. Entweder wird da ein Klassikstück genommen oder der Soundtechniker sollte mal per MIDI was eigen zusammenbasteln. Oder man macht's einfach wie Sabaton. Da läuft vor jedem Konzert eine genau auf 3 Minuten runtergekürzte Version von Europe, The Final Countdown. Was dazu führt, dass sich Europe bei jedem Sabaton-Konzert die Hände reiben, denn dank GEMA und anderer Verwertungsgesellschaften verdienen sie dadurch an jedem einzelnen Sabaton-Gig mit. Apropos GEMA, diese haben ja als angebliche Aasgeier der Musikindustrie einen wirklich irre schlechten Ruf. Niemand sei vor ihnen gefeit, selbst die Kindergärten finanzieren Rolf Zukowskis Villa mit. Eine Ausnahme gibt es allerdings: Straßenmusiker. Denn tatsächlich hat die GEMA sich vertraglich verpflichtet, bei Leuten mit Klampfe auf der Straße keine Tantiemenforderungen zu stellen. Die Zurück in die Zukunft Filme sind ja mindestens genauso legendär wie ihr Quasi-Titelsong Power of Love von Huey Lewis and the News. Dieser Song wird ja auch von der Band des Protagonisten Marty McFly bei einem Schulband-Wettbewerb performt. Dann steht ja ein Juror auf und sagt, ihr seid zu laut und wirft sie damit raus. Interessanterweise ist dieser Juror, der aufsteht und sich über diesen Song beschwert, Huey Lewis, also der Typ, der den Song geschrieben hat. Gilt sowas eigentlich als Selbstdiss? Wir hatten ja bereits in der letzten Ausgabe der Musikfakten schon einmal über den Song Je t'aime moi non plus gesprochen. Beziehungsweise über dessen zweite Version. So, und jetzt kommen wir in die ganzen französischen Namen und da lese ich lieber ab. Denn tatsächlich nahm Serge Gainsbourg das Duett in der ersten Version mit Brigitte Bardot statt mit Jane Birkin auf. Oder Jeanne Birkin. Brigitte Bardot war die verflossene Liebe von Gainsbourg, der das Lied ja für sie schrieb. Problem war nur, Brigitte Bardot war zu diesem Zeitpunkt verheiratet und bat deswegen Serge Gainsbourg aus Rücksicht auf ihren Mann darum, den Song so bitte nicht zu veröffentlichen. Gainsbourg erfüllt ihr diesen Wunsch, ging damit zum Label, hat es ausgehandelt, was dazu führte, dass 40.000 bereits in Vinyl gepresste Singles vernichtet wurden. Das muss schweineviel Geld gekostet haben. Rap ist aktuell das kommerziell erfolgreichste Genre und damit wohl bekannt. Battle Rap wird sogar in der Grundschule angewendet, wenn die Leute versuchen, sich mit improvisierten Punchlines wegzudissen. Aber dass bereits über 100 Jahre, bevor die erste Line im Ghetto gedroppt wurde, bereits Battle Rap betrieben wurde, das weiß wieder keiner. Ausgerechnet die Bayern erfanden um 1800 rum den Battle Rap. Nur heißt es da nicht Battle Rap, sondern Stanzel. Und statt 4-Viertel-Beats ist natürlich alles im 3-Viertel-Takt gespielt. Und statt einem Drumcomputer mit einer Sample-Kanone wird das Ganze meistens von einer Gitarre und einem Akkordeon unterlegt. Natürlich wird der Koi-Gossensprache nicht nutzt, sondern feinstes Bayerisch. Die Berliner Band Rammstein ist die einzige deutschsprachige Band, die es bisher vermocht hat, im legendären Madison Square in New York ein ausverkauftes Konzert zu spielen, was gut 20.000 verkauften Tickets entspricht.
und die waren nicht mal 2 Stunden weg. Eine gefühlt ähnliche Halbwertszeit hatte die Band Tic Tac Toe. Diese rein weiblich besetzte Hip-Hop-Formation wurde nämlich original, inklusive Gründung, 3-mal gegründet und 3-mal aufgelöst. An, aus, an, aus, an, aus. Wackelkontakt. Der Verstorbene, die große Jack Daniels Flasche im Himmel, habe ihn selig. Motorhead, Bassist und Sänger Lemmy Kilmister heißt eigentlich nicht Lemmy. Sein bürgerlicher Vorname ist nämlich Ian Fraser. Sein Spitzname Lemmy entstand der Legende nach dadurch, dass er sich mit dem Spruch Lemmy a Dime, also quasi leih mir mal eine Mark, öfter mal ein Bier bei Kollegen erschnaut. Und wo wir gerade bei Lemmy waren, darf dieser nun auch das Musiker-Zitat des Monats einbringen. Wenn wir high waren, gingen wir immer in den Park und redeten mit den Bäumen. Und manchmal gewannen die Bäume die Diskussion. In diesem Sinne, Grüße an alle Toten und Kompostierten. Wir sehen uns das nächste Mal. Schaut euch noch ein paar anderen Kram an, schaut die Playlist an, aktiviert die Health Spells, abonniert den Kanal, bla. Schaut schön schiefe Noten, euer Helbenzing.